Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen MTR-Script-Tutorial. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Script-Tutorial. Es ist verdammt lange her, dass ich das letzte Mal ein Tutorial dieser Art gemacht habe, aber ich will es wieder regelmäßiger machen. Und damit wir auch gleich losstarten können, seht ihr hier bestimmt schon, wow, hier steht Gaming Master M an dem Bus. Das ist also jetzt mein Bus. Und ich möchte euch heute ein Verfahren zeigen, in dem man mit Shadern ein... Ah, der Kegel sieht lustig aus hier oben drauf. Wie man mit Shadern die Texturen von so ziemlich allem, was ihr in der Welt seht, ändern könnt. Und ja, ihr braucht dazu eigentlich auch keine Vorkenntnisse, außer vielleicht ein bisschen Grafikdesign, aber das ist jetzt auch nicht so schwer. Also ich bin kein Grafikdesigner und ich habe es auch hinbekommen, hier Gaming Master M drauf zu schreiben, also schafft ihr das auch. Gut, da fangen wir gleich mal an. Das dazu gebrauchte Skript ist verhältnismäßig klein. Und dazu müssen wir wissen, dass wir dazu eine Shader-Datei brauchen. Die zeige ich euch kurz hier in meinem Tutorial-Ordner. Achso, die hatte ich schon offen. Ich kann euch jetzt nicht wirklich erklären, wie das mit den ganzen Shadern funktioniert, beziehungsweise was die ganzen Anweisungen hier bedeuten, aber es gibt ja eine Wiki-Seite. Das ist die Element-Shader-Seite von, die Multilift Auto-Wiki eben. Und da wird so ziemlich alles erklärt, was ihr wissen müsst über Shader, und ich wollte einfach mal wissen, wie ich die Texturen ändern kann, und da bin ich hier drauf gestoßen. Und ja, ihr seht schon, das ist das gleiche wie was ich hier drin stehen habe. Und sobald ich das mitbekommen habe, deklarieren wir hier oben eine Textur, diese nennen wir Textur 0, und hier in diesen Klammern öffnen wir dann sozusagen eine Funktion, die unsere Textur 0 auf eine Shader Textur packt. Sprich, wir speichern ein PNG-Bild zum Beispiel mit Zwischen in dem Shader und packen dann diesen Shader mit unserer Textur in die MTA-Welt. Wie gesagt, das könnt ihr nicht nur mit diesen Bus-Texturen machen, sondern so ziemlich mit allen Texturen. Dafür gibt es ein sehr hilfreiches Tool, dieses nennt sich, Moment, Shader Text Names. Ich kann auch nochmal einen Link in die Beschreibung setzen, werde ich bestimmt eh von allem machen, was ich hier verwende. Und ja, wenn ihr damit dann mit der Num8-Taste drückt, seht ihr schon eine ganz lange Liste von irgendwelchem Zeug. Und ja, ihr könnt dann mit Num7 und Num9 alles durchblättern, bis ihr dann mal... hier waren zum Beispiel die Fenster vom Coach. Mal gucken, ob ich es nochmal finde. Ja, genau die. Also es blinkt dann immer so übelst krass. Ja, ihr seht schon, alle die Texturen könnt ihr ändern. Hier war auch kurz der Schatten. Na, oh wow, ich kann sogar diese kleinen Knöpfe hier ändern. Ich glaube, das war's, oder? Nein, das war der Bus. Ja, oben drauf. Moment. Ah, das bin ich. Ich glaube, ich bin schon vorbei. Moment. Das sah doch richtig aus. Genau. Also, diese Textur heißt Coach 92, Stickers 128 hier unten. Das müssen wir uns merken, weil die brauchen wir nämlich jetzt. Denn wir müssen erstmal, oder ich empfehle es einfach, die Textur aus GTA, also aus eurer GTA 3 IMG zu exportieren. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr moddet, da packt ihr die TXT-Datei rein und die DFF-Datei. Gut, dann machen wir das mal kurz auf zum Desktop. Dafür gibt es das Tool TXT Workshop, das ist auch für GTA vorbereitet, also es passt schon alles. Dieses öffnen wir jetzt einfach mal. Öffnen eine IMG-Datei. Dann muss ich in meinen Computer. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich das drin habe. Nee, nicht hier. In Programme. Na komm. Grand Theft Auto San Andreas.
Und dann auf Models. Na komm. Und dann haben wir hier die GTR3.img. Okay, ich habe es jetzt einfach nochmal als Administrator geöffnet. Kein Plan, was da jetzt das Problem war. Und jetzt haben wir die Coach Deacons, nee, Coach 92 Deacons 128. Die, wo ist es? Nein, das ist AutoCity. Wir können jetzt hier leider nicht einfach nur suchen, aber ich kann euch ungefähr sagen, wo es ist. Nämlich können wir einfach runterscrollen. Es muss ja ein Auto sein. Ja, ihr braucht nämlich die TXT-Dateien. Zum Beispiel ist das hier so ein Typ. Hier ist schon mal Camper, Coach, Cabby. Moment. Coach. Und dann haben wir da drin die Coach 92 DKS 128 Datei. Und ja, hier können wir zum Beispiel Mixed View. Und dann haben wir Kenny Bus Group, Big O Tours und Bikini Line. Dafür ist es vielleicht mal ganz wichtig zu sehen. Kann ich das ja irgendwie kurz... Ja, genau so. Ich habe mir ein kleines Skript geschrieben, damit ich es umändern kann. Das ist, glaube ich, auch aus dem MTA-Wiki. Set My Vehicles Variant. Ist ja egal, das ist aus dem Wiki von Set Vehicle Variant. Und wie ihr vielleicht wisst, gibt's von den verschiedenen Bussorten oder überhaupt von verschiedenen Autos verschiedene Varianten. Ja, und das habe ich auf diesen Command/SV gebindet. Und dann können wir hier mit /SV die gesamte Liste durchscrollen. Das ist einmal ohne irgendwas. Nochmal. Oh mein Gott. Ja, es ist random. Das kann doch nicht sein. So, ja, hier haben wir Big O Tours. Und was wir noch gesehen haben mit Kenny Bus Group hier, das ist für diesen anderen Bus, also diesen Bus, der eben Bus heißt. Und ich habe mir das jetzt hier schon exportiert. Ihr könnt das machen über Export. Dann PNG. Aber ich habe ja schon mein Gaming Master M drin. Und da gehen wir einfach mal auf Tutorial. Und dann habe ich hier meinen Coach. Den können wir öffnen und da ist hier Gaming Master M drin. Gut. Jetzt habe ich das hier schon in GIMP geöffnet. Das mache ich jetzt aber nochmal zu. Nee, ich habe es ja exportiert. Und ja, öffne es einfach nochmal neu mit GIMP. GIMP ist einfach wie Photoshop, bloß als Freeware und es kann eigentlich das gleiche. Insofern, wenn ihr kein Photoshop habt, könnt ihr ruhig GIMP nutzen. Und ja, wir möchten dieses Big O Tours hier verändern. Dabei ist es wichtig, dass wir mindestens, nach meinen Erfahrungen, 4 Pixel vom Rand, ich sage es mal, abschneiden müssen. Weil das Logo hier an der Seite, Moment, bekomme ich nochmal Gaming Master M hin. Hier seht ihr ja, hat es noch ein bisschen Platz. Aber hier hinten hat es dann keinen Platz mehr, weil das Logo ist ungefähr hier zu Ende. Und dann ist es natürlich ziemlich rot. Ich mach mal den Himmel aus. Wenn dann irgendwie das M hier hinten ist, wo kein... Ja, wo die Textur eben nicht mehr ist am Fahrzeug. Übrigens ist hier vorne auch nochmal das Logo drin. Also ja, müsst ihr ein bisschen gucken. Dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal einen neuen Werkzeugkasten. Insofern zeige ich euch noch ein bisschen was von GIMP. Und wir radieren einfach, Moment, erstmal ein bisschen größer stellen, dieses ganze Big O Tours hier weg. Ihr kennt es vielleicht von anderen Spielen, wo man Texturen auch moddet, dass man immer verschiedenste Texturen in einer Datei hat und diese dann sozusagen rausgeschnitten werden. Hier ist nichts anderes. Und ja, was machen wir denn mal drauf? Wir können zum Beispiel was draufschreiben. Sagen wir mal YouTube. Ach so, Quatsch. Ich muss es ja hier reinschreiben. Nein! Das war die Schriftauswahl. Genau. YouTube. Ihr müsst wissen, das ist ein bisschen verpixelt, aber ihr kommt damit schon klar. Und jetzt geben wir 4 von oben weg. 1, 2, 3, 4. Moment, 4. Und auch 4 von der Seite. So. Und hier unten weiß ich es gar nicht mehr. Das lasse ich einfach frei. Wobei, das dürfte auch passen hier. Damit wir nicht mit irgendwelchen Problemen kommen. Jetzt können wir das noch richtig schön fett machen und auch auf Areal stellen. Areal.
weil das finde ich sieht schöner aus. Wir können es vergrößern. Ungefähr so. Das war zu viel. So. Und jetzt haben wir ein wunderbares YouTube. Jetzt. Ich weiß gar nicht, ich glaube. Wir können ja mal gucken, wie das YouTube-Logo aussieht. YouTube. Es hat schwarz und dann rot und weiß. Okay. Das bekommen wir noch hin. Da packen wir hier einfach weiß rein. Und das ist schwarz. Und wie bekommen wir jetzt das Rot rundherum? Wir könnten zum Beispiel uns hier etwas auswählen. So, das dürfte passen. Und können es einfärben, schätze ich mal. Moment, wir können es einfach füllen, das wäre einfacher. Dafür brauchen wir aber Rot. So, jetzt noch hier die Zwischenteile. So, und jetzt haben wir unser episches YouTube-Logo, was nicht episch ist. Aber gut, das muss jetzt einfach mal zu Demonstrationszwecken gehen. Jetzt können wir das ja wieder als Coach.png überschreiben. Und jetzt müssen wir es natürlich erstmal mit in diesen Shader einbinden. Dazu gehen wir in die shader.fx-Datei, erzeugen uns eine neue Textur. Diese nennen wir zum Beispiel... Ach Moment, wir haben ja die gleiche Textur. Nein, falsch. Ah, Hilfe. Wir haben ja ein Bild und das ist ja eine Textur. Habe ich gerade voll vergessen. Also müssen wir eigentlich nur slash restart und dann unseren Dingens, unseren Namen. Und wenn wir jetzt hier durchscrollen, dürften wir, genau, unser YouTube-Logo haben. Das ist natürlich jetzt wunderbar gestaltet, also ich bin echt froh, wie ich das wieder mal geschafft habe. Ja, hier vorne sieht es natürlich auch toll aus, aber ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine. Dass ihr also Texturen ändern könnt und, und zwar wirklich alle Texturen. Also wenn ihr unbedingt jetzt, was weiß ich, Werbetafeln habt, zum Beispiel da hinten die, und die wollt ihr ändern, dann sucht ihr einfach mit dem Shader Text Names Tool die Texturen raus und ja, verändert die einfach. Ich hoffe, dass ich mit meinem Tutorial jetzt eurem Server ein bisschen mehr Leben eingehaucht habe und auch ein bisschen mehr Individualität. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann stellt die mir bitte in den Kommentaren. Auch bin ich immer noch offen für Tutorial-Wünsche aller Art. Wichtig ist es aber, dass es ein bisschen allgemein ist. Also ich werde jetzt zum Beispiel nicht zeigen, wie man in Vio eine Fraktion einfügt, weil erstens gibt es davon schon übelst viel Tutorials. Und zweitens können damit auch nur die Leute etwas anfangen, die entweder mit Vio arbeiten oder einen Vio-Server haben. Und ja, die Texturen kann aber jeder verwenden. Ja, wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen, bei den Texturen, zum Beispiel diese Werbetafel da hinten, die wir gerade gezeigt haben, die gibt es ja mehrmals auf der ganzen Map. Und wenn ihr jetzt diese Textur ändert von der einen Werbetafel, ändert ihr gleichzeitig auch die Textur von allen Werbetafeln. Das ist wichtig. Also ihr könnt zwar zum Beispiel bei Fahrzeugen neue Fahrzeugvarianten hinzufügen. Ich glaube 5. Das steht auch mit bei der Set Vehicle Variant Seite. Aber ja, es ist halt eben nicht unendlich und ihr könnt nicht für jedes Fahrzeug einen eigenen Shader erstellen, sage ich mal so. Das ist wichtig, damit ihr es jetzt nicht falsch versteht und denkt, ihr habt jetzt nur bei diesem einen Bus oder was auch immer ihr jetzt gerade gemacht habt, die Textur verändert. Gut, dann war es das schon wieder von mir. Wir sehen uns, euer Master M.